Jones. Hallo und herzlich willkommen zu einem, naja, etwas angespielten Spiel, und zwar The Crew. Und das Ganze mache ich mit dem Jonas hier. Jonas, wo bist du? Hier. Hier, der ist da. Ja, und ich bin hier. Ich bin da. Und zwar wollen wir The Crew spielen. Das ist, wir haben heute unsere Keys für die Closed Beta bekommen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und das Ganze werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Und ich merke gerade, dass mein Controller nicht angeschlossen ist. Scheiße. Nein! Das Problem hat man bei einem Wireless Controller nicht. Ja, ja. Nee, ich habe ja auch einen Wireless Controller, nur ich habe das USB-Kabel dafür nicht angesteckt. Es fiel ein Kabel in die Lüfter, das ist gar nicht gut. So, meine Freunde, ihr seht da schon mal, können wir Continue drücken. Ich stecke nur ganz kurz den Controller ein. Bim, bim, habt ihr gehört? So, und jetzt können wir auch Continue drücken. Ach so, kann man sich aussuchen, wo man spawnen will? Nee, ne? Nee. Okay, Loading. Bei der Beta ist nur ein Stadtteil, ein Landesteil sozusagen spielbar. Ach so, okay. Ja, wir werden mal probieren, wie und das Spiel anzocken, mal gucken, wie es ist. Und jetzt habe ich in dem Video keinen Ton. Ist es bei dir, war es bei dir auch so? Doch, es ist ziemlich leiser Ton. Weiß ich nicht. Schon zu lange her. Ja, Jungs, ich habe den Sound bis runtergedreht, weil es einfach vorhin extrem laut war. Und jetzt stelle ich ihn mal, glaube ich, wieder hoch. Kann ich nicht irgendwie kurz Escape drücken und irgendwelche Einstellungen machen hier? Options da, okay, das ist schon mal das Menü, das können wir hier sehen. Ups, es geht nur Englisch. Audio. Drehen wir jetzt hier mal so hoch. Close, Save. Und dann würde ich sagen, geht's mal los hier. Jonas, möchtest du was über das Spiel erzählen? Ja, ich habe nur gehört, dass es ein Renn-MMO ist oder so. Genau, es ist nicht. Es soll das World of Warcraft der Rennspielerszene werden. Es soll nachträglich kostenlose DLCs, also Erweiterungen, also wie nennt man das? Das Spiel soll halt immer kostenlos erweitert werden, vom Umfang her. Was mich natürlich sehr freuen wird. Ich bin nämlich ein Test-Drive-Spieler und das Ganze sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, es ist eine komplett offene Welt und ich weiß gar nicht, wie lange, man braucht wohl 2 Stunden, um vom einen Rand der Karte bis zum anderen zu fahren. So ähnlich, ja. Ja, 2 Stunden, das ist nämlich einfach die ganze USA. Einfach mal sozusagen im Mini-Format nachgebaut. Hui, hui, hui. Und das Auto ist schon ziemlich demoliert, aber ansonsten, Grafik sieht nicht schlecht aus, sieht mich bis an die Full Speed, kann das sein? Bisschen, wa? Ja, schon, ja. Also es ist jetzt keine High-End-Grafik, so wie es aussieht. Also sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Ist ja nur die Beta. Ja, genau, ist so die Beta, also da kannst du, denke ich mal, noch viel ändern. Sehr viel sogar. Alter, man kann hier wirklich über querbeet einfahren, yo. Ich hoffe, jetzt können wir mal gleich im Koop spielen. Ihr könnt auch unten links sehen, Version Beta-Content. Das, ja, es brennt. Ach, scheiß drauf. Wie viele Punkte hast du auch Gold eingefahren? Weiß ich nicht mehr, hab nicht geschaut. Oh, du bist so bin. Na, nee. Ja. So, jetzt haben wir das hier. Und was das Geilste im Spiel ist, man kann hier Fahrzeuge auch tunen und das finde ich sehr schön. Nichts wie in anderen Rennspielen. Ja, also man auch also nicht nur leistungstechnisch, sondern auch optisch kann man dann wohl hier tunen. Und das ist so ein großer Gedanke, den ich geil finde. So, ich muss jetzt eine Data Station finden. Bist du auch dabei? Warte mal, ich bin schon ein bisschen weiter. Ups. Ich habe ja gesagt, warte auf mich. Hier fahren nämlich auch andere Leute rum. Ja, ich glaube, ich habe einen gerammt ausgesehen. Wollen wir uns irgendwo treffen? Also können wir uns überhaupt schon treffen? Also hier fahren andere rum. Ich weiß nicht, ob das echte Leute sind oder nicht echte Leute. Ja, auch mal eine gute Frage. Ich glaube schon echte Leute. Ja, wollen wir uns so viel treffen? Warte mal, wo kann man die Karte aufmachen? Die Karte bestimmt auf Select oder sowas, ne? Yo. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir hätten es vielleicht mal als Freunde markieren sollen, in Origin. New Play. Also ich bin Lasone. Man kann ja auch andere Leute sehen? Nee. Wollen wir uns mal wirklich mal treffen irgendwie? Ja, wo? Na, wo bist du denn gerade? Also wollen wir uns vielleicht in Detroit treffen einfach? Warte mal, wie schaut man auf die Map? Select auf dem Controller. Wäre nämlich ganz schön. Nein!
Detroit. Genau, und wo da? Downtown, da, das ist dann Downtown, den kleinen Kreis da, oder? Also was, also das ist ja so. Nee, da ist ein. Midtown habe ich. Downtown, warte, wo ist Midtown? Wo ist Midtown? Was? Midtown? Wo bist du denn angelangt, ne? Ja, okay, warte, lass uns Steelforge Plant treffen oder bei Mexican Town da. Steelforge Plant, ja, dann treffen wir uns da. Auch auf der Straße, dieser so aufhört, ja? Diese die kleine Einbahnstraße. Nein, mitten auf der Hauptstraße Auf der Hauptstraße, okay, dann stelle ich mich dahin, wo das Wasser ist, okay? Da, auf die Brücke, okay, machen wir so. Waypoint. Set Waypoint, zack, haben wir mal gemacht. Mal gucken, wie weit wir es haben. So, wo muss ich lang? Space open for member. Oh, ich muss da lang fahren. Also ich bin mal gespannt, also, ob es hier klappt oder ob wir auch unter als Freunde sozusagen, also Alter. erstmal drin sein müssen. Das würde mich echt interessieren. Huch! Oh, ich habe gerade irgendwas erreicht, wo ich hin musste. Irgendeine Satellitenschüssel. Hupsala. Ich muss jetzt ein Rennen machen, Jonas. Was ist da los? Glaube, ich bin falsch gefahren. Ich möchte aber gar keine Rennen jetzt gerade machen. Wieso? Ach, Data Station Found, okay. Ah, es sind überall Missions, okay, nice. Oh, ich hab's Nitro gefunden. Nitro was gefunden, cool. Ich hatte Waypoint. Ich möchte jetzt aber kein Waypoint setzen, also ich möchte jetzt. Hast du die Data Station auch schon gefunden? Ja, ne? Do you really want to go back free drive without. Ja, ich hab die Mission anscheinend abgebrochen gerade. Das passt schon mal. Ich hoffe, das passt so. Jo. Nitro ist wo? Wow. Im Ja, Geländewagen Nitro, ist klar. Aber ich bin schon. Alter. Jetzt ist schon wieder eine Mission, was soll das? Sie wollte einfach nur fahren. Na gut. Ja, ihr seht, das Spiel muss man halt erst nach und nach ausprobieren. Und dann. Steuerung ist auch ein bisschen schwammig. Ein bisschen, ja, das stimmt. Jetzt muss ich zum Rennen fahren. Ich will ja gar nicht zum Rennen, Jonas. Obwohl, komm. Ich will diese Mission nicht machen. Ach cool, ich glaube, ich habe so eine so ein kleines Slalom angenommen, also während der Fahrt so ein Okay. Slalom mitten auf der Straße. Ist auch ganz nice. Also Okay. wenn einem langweilig ist. Ein Slalom auf der Straße. Okay, was auch immer das ist. So, also ich bin auf dem Weg, Jonas. Du auch? Yep. Du echt nicht zufällig, Josef? Nein. Daniel auch nicht? Nein. Auf jeden Fall ganz witzig, dass da die ganzen Leute Slalom fahren, ne? Auf der Straße hier, wo ich gerade bin. Weit hast du es noch? Muss ich nachschauen. Unten rechts unter der Karte steht es. Ich habe noch 1,3 Meilen. Ja, ich muss mich erstmal hier reinfinden. Ah, ich Ah, bin schon da. bist schon da? Okay, ich bin auch gleich da. Also, ich finde das Spiel an sich schon mal so, sieht schon mal geil aus. Es macht auch ein bisschen Laune. Also, bis jetzt macht es Laune. Erst dieser Crew-Faktor dazu kommt, denn. Aber ich hätte uns auf Uplay mal als Freunde markieren sollen, ne? Ach, hier! Hier ist wirklich eine Mission. Eieieiei. Ja.
Muss ich das nochmal probieren, ne? Nee, ist egal. Ja, wo steht der Herr denn? Ich möchte es mir noch gleich mal. Du musst mir nur sagen, wo du stehst. Ich glaube, da müssen wir. Hä? Ich hab keine Ahnung. Was? Vicky, so. Also ich stehe auf dieser Steelforge Brücke, da stehe ich. So. Ob es überhaupt schon möglich ist, dass man sozusagen zusammenfährt? Ja, habe ich mir auch gerade gefragt. Players, da sind Players. Aber wir sehen ja schon mal andere, also wir könnten es ja schon mal, wir schon einfach mal. Ja, du müsstest halt wissen, wo du bist, ne? Vielleicht hier irgendwo mal nachschauen. Aha, nein, ich komme gar nicht klar gerade. Na, du bist doch auf Select, du kannst einfach gucken, wo du bist, oder? Das müsste doch eigentlich ja, klappen. Ich bin direkt auf der Brücke. Bist du nur auf der Brücke? Jo. Okay, dann fahr ich noch ein Stück vor auf zur Brücke, warte. Aber ich glaube, das ist gerade gar nicht online sozusagen. Meinst du? Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich bin jetzt auch auf der Brücke. Ja, dann. Okay, ja, dann. Ja. Das vielleicht müssen wir erst noch Mission machen, bevor das geht. Ja, das wäre ist eigentlich schade, aber ich sehe doch hier andere rumfahren, schon Justin und Co. Und so ein Dalen. Frage ist, das müssen wir machen. Ja, es ist. Der ist definitiv echt, Alter. Der will. Mann, hier fährt einer schon Nissan Skyline. Was ist das denn für ein geiler Scheiß? Wie geil ist das denn, ey? Ah, okay, jetzt bekomme ich den Auftrag bekommen. Ich fahr erstmal dahin, Ja, und wie hast du den bekommen? Ich bin einfach durch die Gegend gefahren. Jetzt habe ich halt wieder irgendwas bekommen. Detroit Downtown, los. Seht halt, das ist echt ein bisschen kompliziert hier. Ah, gut, ey, wir spielen das erstmal so ein bisschen. Und irgendwann wird es ja klappen, denke ich mal. Guck mal, das ist. Huch! Aber. Also ich okay, mein Wagen ist schon mal ganz schön im Arsch. Ich hab meinen schon einmal zerlegt. Echt? Ja, ich dreimal oder so. Fährst du mit dem Geländewagen oder mit wo fährst du? Mit so einem schwarzen. Ja, auch mit einem Camaro oder was das ist, ne? Bei mir steht halt oben links in der Ecke, get to the race. Ja, ja, ich auch jetzt. Ja, genau. Wahrscheinlich noch die Einführungsmission. Ja, das kann natürlich sein, dass es erst als Einführungsmission sind. Also falls ihr das Spiel schon kennt oder und schon wisst, wie es alles geht, ihr könnt es gerne helfen und aber ich glaube, die meisten von euch werden es auch noch nicht kennen. Also jedenfalls nicht gespielt haben. Okay, Unfall gebaut. Ja, also. Steuerung ist ein bisschen schwammig. Bisschen ist gut, also es ist gewöhnungsbedürftig. Das Heck schwenkt ganz schön leicht aus. Ja, eine Simulation eigentlich so. Irgendwie. Irgendwo. Ach. Okay. Ah, guck mal, man kann es solo machen, könnte man solo machen und Quick Corp, aber no Corp for this mission. Dann nehme ich es. Muss ich erstmal auf die richtige Spur von Autobahn fahren. Wenn man was geraucht hat oder so. Ich
Wenn ich mir gerade so angucke, wie ich fahre, bin ich froh, dass ich noch keinen Führerschein habe. Das denkst nicht nur du dir manchmal. Ist. Wo ist die Handbremse eigentlich? X. Okay. Ja, ich steuere die Kamera, müsste echt so ein bisschen. Ja, ist gleich halt mit voller Wucht jemanden frontal rein und schiebt ihn einfach mal weg nur. Oh, jetzt hat. Der hat aber gerade eine Klatsche bekommen von mir, hier der Typ hier. Ah. Aber ich habe auch lange kein Autospiel mehr gespielt. Ja, du bist nicht der Einzige. Ja. Also Leute, entschuldigt, wenn wir hier so ein bisschen total beschissen fahren. Die Testdrive-Zeit ist lange her. Ich hoffe, ich werde wenigstens Zweiter. Oh, ich bin schon Zweiter. Ich komme auch immer in die Bande. Nennt man das Bande? Wie nennt man es auf der Autobahn? Leitplanke. Ja, die Seitenplanke aus Balkon Beton. Oh, Scheiße. Oh, das war eine gute Kurve. Die ging gut, ey. Aber was mir gerade aufgefallen ist, dass dass es einen fliegenden Start hat, das Spiel. Ja, wo ich. Das ist Ja. nicht so mag eigentlich. Finish! Wuhu, gewonnen! Als erster sogar, glaube ich. Der fällt vorher mich rein. Complete Mission. Also sind es gerade echte Spiele, die hier fahren? Nee, ich glaube nicht. Ja, denke ich auch, weil, naja. Nee, das war eine Solo-Mission, also da fahren fährst du sozusagen alleine, glaube ich.